sein nebenbei. Auf die schärfste Party geht mal vorbei. Doch beim nächsten Mal laden wir dich wieder ein. Und hast du Lust dazu, dann schau doch wieder mal rein. Jetzt Geschichten vom kleinen Raben bei RTL Plus. Wie süß, wie süß, schau mal wie süß. Die Hundebabys sind noch so klein. Sie wollen bei ihrer Mami sein. Wie süß, schau mal wie süß. Es gibt sie in rosa und auch in braun. Und in schwarz-weiß. Süße kleine Hundebabys zum Spielen und Schmusen von Hasbro. Damen und Herren, wird der Daumen mit verbundenen Augen Wendels Bestes erkennen? Nein, das ist nicht Wendels Bestes. Zu hart. Na, das wohl auch nicht. Ja, Wendels Bestes drückt und esst es. Im Playmobil-Spielhaus kann sich jeder so einrichten, wie es ihm gefällt. Viele neue Einrichtungsideen sind jetzt im Spielwarenhandel zu sehen. Und ein Gewinnspiel gibt's dort auch. Also nicht wie hin. Tolle Preise gibt's zu gewinnen. Mitmachen und gewinnen. Hallo Kinder, schaut mal zu. Cabbage Patch Kids sind einzigartig so wie du. Die Babys und die Säuglinge sind genauso süß wie richtige Babys. Und sie brauchen deine ganze Liebe. Cabbage Patch Kids von Hasbro. Aber steckt die Power, die du brauchst, um mal so richtig aufzudrehen. Kaba bringt Kleine ganz groß raus. Kaba, jetzt auch trinkfertig. Du und ich, ich und du, wir sind immer zusammen. Scamps, mein bester Freund bist du. Der kleine Strolch zum Liebhaben. Läuft und bellt lustig an der Leine. Ein Freund so richtig zum Kuscheln. Ist bei mir Tag und Nacht. Hast mit mir Spaß gemacht. Scamps, mein bester Freund bist du. Scamps von Zapf. Der kleine Strolch zum Liebhaben. Idee und Spiel. Immer das Neueste in über 700 Fachgeschäften. Idee und Spiel. Da seid ihr gut beraten. Ich werde seinen Motor anwerfen. Jetzt auf Video. Steven Spielberg präsentiert Tiny Toons Abenteuer. Total verrückte Ferien. Die Videokassette für 39,95. Und hier sind sie, die jüngsten Modedesigner des Jahres. Komm in die Welt der Mode. Jedes Mal, wenn du das Rad drehst, entsteht ein neuer Modestil in allen deinen Lieblingsfarben. Entwirf deine eigene Kollektion im Modeatelier von MB. Ein explosiver Mix. Spaß und Spannung. Blutsauger! $6 Millionen? Bar auf die Hand. David Hasselhoff, Karl Dall und Hans-Joachim Kuhlenkampf. In starke Zeiten, heute 16 Uhr bei RTL Plus. Möwen sehen nicht aus wie Raben, weil sie helle Federn haben. Wovon Möwen sich ernähren? Küchenabfall auf den Fähren. Unser Rabe denkt, na fein, einfacher kann's ja nicht sein. Nur die Möwen sehen's nicht ein. Jetzt schwimmt unser Rabe heim. Plitsch, platsch, plitsch. Auf dem Jahrmarkt riecht es lecker bei Popcorn und Zuckerbäcker. Unser Rabe aber sitzt
vor der Bratwurst und Stibitz. Ja, was Stibitz? Und Stibitz? Flink ein dickes Exemplar. Doch weil's glühend heiß noch war. Tut der Schnabel schrecklich weh und die Wurst liegt in der Nähe. Jetzt Lila Launebär bei RTL Plus. Captain Hook! Peter Pan! Peter Pan! Deine Zeit ist um, Captain Hook! Niemals! Ich zeig's dir, Schurke! Nimm dies! Abenteuerfloß zum Angriff! Attacke! Gleich bist du erledigt, Hook! Aus dem Weg, Rufio! Ich habe eine Überraschung für Peter Pan! Zieh dein Zauberschwert! Mann über Bord! Hilfe, ich kann nicht schwimmen! Hook, Actionfiguren und Zubehör für das größte Piratenabenteuer aller Zeiten. Neu von Mattel. Rette uns! Rette uns! Captain Idiot! Da sind sie! Lass die Gefangenen frei! Was gibst du mir dafür? Meine knusprigen Fischstäbchen! Wow! Goldrichtig für alle, die groß und stark werden wollen! Ich mag Nadudel den Kakadu! Ich mag Nadudel den Hund dazu! Ich mag Nadudel den Onkel Klaus! Ich mag Nadudel das schönste Haus! Mit Magnadudel kannst du malen, löschen und wieder malen! Wie von Zauberhand! Magnadudel von MB! Heute sind Jeans, Petra, Fred und Peggy in ihrem tollen Cabrio auf dem Weg zur Strandparty. Bermuda Petra und Fred warten schon. Sie sehen einfach super aus. Jeans und Bermuda Petra in der luftig leichten Frühlingsmode. So richtig für den Urlaub und das Freizeitvergnügen. Petra, finde ich toll! Land in Sicht! Hey, wir haben sie entdeckt. Die Playmobil-Schatzinsel. Gold, Diamanten, unglaubliche Schätze. Achtung! Ein fremdes Schiff kommt näher! Schnell! Verschwinden wir durch den Geheimgang! Die Playmobil-Schatzinsel. Das Abenteuer wartet. Hallo Kinder, schaut mal zu. Cabbage-Patch-Kids sind einzigartig so wie du. Die Babys und die Säuglinge sind genauso süß wie richtige Babys. Und sie brauchen deine ganze Liebe. Cabbage-Patch-Kids von Hasbro. Ihr auch kleine Geheimnisse? Versteckt sie in einem Keeper, im Pony, im Hasen. Alle Keepers haben das Geheimversteck und lassen sich kämmen. Und nur ihr besitzt den Schlüssel. Keepers, schließt was ein, es bleibt geheim. Und mit jedem Keeper wird euer Schatz größer. Petra! Gaucho, Petra und Peggy. Auch Fred ist zum Ausritt bereit. Super, die Gaucho-Pferde. Mit Sattel und allem, was dazugehört. Gaucho Petra, Peggy und Fred, alle im tollen Gaucho-Look. Gaucho Petra, eine ganz neue Spielidee. Petra, finde ich toll! Stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo. Was schenkt man dir? Ein Lächeln und so. Das MB-Spiel des Monats. Slotter, der spannende Dreh von MB. Und jetzt präsentiert Barbie den lila Launebär. Der muss in einen Ameisenhaufen sitzen. Also, hör doch auf damit. Metti, lass das. Ameisen, so ein Quatsch.
Nicht A, dann vielleicht B-Meisen oder C-Meisen oder D-Meisen oder E-Meisen. B-Meisen? C-Meisen? Ich glaube, du redest einen ziemlichen Unsinn, Launebär. Und was du da treibst, das geht ja wohl auf keine Bärenhaut. Du bringst den ganzen Speicher in Unordnung. Was ich hier treibe, das nennt man ein bisschen Ordnung machen. So, wenigstens so. Zum Frühlingsanfang. Aha. Ein bisschen Staub wischen, weißt du, ja. Anfang? Ich glaube, der ist nur zu faul zum Suchen. Und außerdem, jedes Mal, wenn er hier aufräumt, finde ich hinterher nichts mehr wieder. Aber eins will ich noch wissen. Matti, Matti! Ja, Launebär? Was hast du denn da unter der Decke versteckt? Vielleicht ein Launebär-Denkmal oder ein Geschenk für mich? Launebär-Denkmal? Nee, 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 nee. Aber eine Überraschung ist es schon. Oh ja, dann pack mal aus, zeig mal. Nicht so schnell, mein Naseweiß. Nase weiß? Meine Nase ist doch schwarz. Ach, ist ja auch egal. Launebär, Hauptsache der Frühling kommt und man kann frische Energie tanken. Energie tanken? Ja. Du meinst wohl eher auf der faulen Haut liegen und dazu die eine oder andere Nettigkeit verputzen. Nettigkeit? Ja, Schokolade, Honigkuchen mit und ohne Rosinen, das meinst du doch. Oder was meinst du mit Energie tanken? Genau das meine ich. Nicht, Launebär. Das meinst du nicht? Nein. Ja, was meinst du denn? Ich meine zum Beispiel den Körper ertüchtigen. Ich meine zum Beispiel, das zeige ich dir am besten. Am besten. Allerdings, ja. Matti, allerdings. Das kann dir auch nicht schaden. Na, 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 wacht's jetzt mal ab, was ich auf dem Speicher gefunden habe heute Morgen. Da kannst du sehen, da werde ich so fit wie ein Turnschuh. Also, und eins. Und zwei, oh und drei. Je. Jetzt steht er wirklich unter Strom. Oh je. Aber ob aus ihm je ein Spitzensportler wird, so ein richtiges Energiebündel, na, hoffentlich nicht. Aber auch wenn Matti noch so viel trainieren will, in dieses Spitzenteam wird er so schnell nicht aufgenommen. Denn das sind ja wohl richtig dicke Freunde hier. Und wenn die beiden aufeinander losgehen, dann will ich nicht dazwischen kommen. Naja, und der Nachwuchs, der hat ja wohl noch ein paar Funde dazuzulegen. Aber auch, wenn man nicht so viele Funde auf die Waage bringt, kann so eine Reckübung ein überraschendes Ende finden. Hoppala, beim Diskuswerfer geht alles klar. Und auch dieser Herr in Schwarz hüpft elegant und energiegeladen mit seinem Speer. Und der fliegt auch ganz schön weit. Das gelingt allerdings nicht jedem. Aber den anderen, denen geht's auch nicht viel besser, wie man sieht. Da ist wohl irgendwie ein Knoten drin. Wie man sieht, kann selbst ein Pokal seine Tücken haben. Moment, 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 ich denke, das ist ein Zweierbob. Das noch? Ah, mir wär's auch zu schwer. Ihm auch. So, mein Lieber, jetzt sollst du auch erleben, was ich uns Schönes besorgt habe. Oh ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Das wird auch Zeit. Nun mach kannst mal. Du auch. Nein, 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 nicht hudeln. Mach doch mal. Nicht hudeln, das soll ja nicht kaputt gehen. So, Mitte. Das und na, voilà. Wo, was? Voilà, das ist Französisch und heißt
bitte sehr. Warum lachst du? Französisch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das da ist ein Haut den Lukas. Und hast du schon gelesen, was auf dem Schild steht? Was wird da wohl schon stehen auf dem Schild? Was? Unterernährt? Waschlappen? Schlappschwanz? Säugling? Täub? Das falsche Modell. Die haben mir das falsche Modell haben die mir geschickt. Ja, ist egal, Metti. Nun mach mal. Los, hau mal drauf, Metti. Das ist jetzt dran. Das ich, ist ich beweise es dir. Kein Problem. Für mich ja gar kein Problem. Pass auf, was du sagst. Jetzt pass auf, Flauner Bär. Ja, ich pass auf. Jump! Angeber, Angeber, fast ein Angeber. Aber sei froh, dass du keine Hühnerbrust bist, Mötti. Aber irgendwas stimmt mit dem Ding wohl nicht, was? Na, ich würde eher sagen, deine Energiereserven sind noch leicht verbesserungswürdig. Naja, leicht. Manchmal sieht man Energie kaum, ach was, so gut wie nie. Dennoch steckt sie drin verborgen, muss dir Gummis nur besorgen. Spann sie einfach kreuz und quer über so eine Schale her, dass ein Gumminetz entsteht, wie ihr es hier im Bild gerade seht. Ja. So, ja, ein bisschen ordentlich kannst du es schon machen, Mädchen, ne? Ja, gib mir mal ein bisschen Mühe. Ja, und den letzten auch noch. Komm, 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 da ist noch eine Lücke. Ja, jetzt darüber, prima. Einen dicken Würfel lass auf das Netz dann fallen, dass er so weit wie möglich fällt. Wer ganz weit kommt, der kriegt dann Geld. Oder sonst was. Und boing und jawohl. Und damit ist, ja, so ähnlich. Ah, Mette, mit Gummis, da habe ich auch was. Schau mal hier, ein Flugzeug mit Gummimotor. Da braucht man nur aufzudrehen und dann kann es... Mette, willst du mal? Ja, gerne, gib her. Das ist wirklich, du hast das Prinzip verstanden. Musst du vorne aufdrehen. Ja, wenn man da vorne aufdreht... Und dann kannst du es vorsichtig starten. ...wird die Energie, die ich hier beim Aufdrehen aufwende, im Gummi gespeichert. Mhm. Und wenn ich loslasse... Dann dreht der Gummi seinerseits den Propeller in der anderen Richtung und dann könnte es fliegen. Soll ich mal probieren? Ja, aber langsam, langsam. Ja, langsam. Schön, also, vorsichtig, mach nicht kaputt, mach nicht kaputt. Mette? Ja, bitte? Das war nicht so doll, ne? Naja, aber es gibt noch was viel Dolleres mit gespeicherter Energie im Gummiband. Was denn? Da kommt das Gummiband um den Fuß, kannst du gerne mal ausprobieren. Das nennt man Bungee-Springen. Och, Mette, das kannst du auch besser ausprobieren. Ob Metti oder Launebär jemals sowas machen würden? Na egal, hier werden jedenfalls keine kalten Wickel gemacht, obwohl man sich fragen kann, ob diese Leute nicht so heiß gebadet haben. Aber natürlich, bei den Bungee-Springern bleibt nichts dem Zufall überlassen. Körpergewicht, Fallhöhe und die Länge des Seils sind so genau aufeinander abgestimmt, dass der freie Fall kurz vor dem Aufprall gebremst wird. Und dann geht's wieder nach oben. Tja, und wer noch mehr Nervenkitzel braucht, weil einem das normale Springen viel zu langweilig geworden ist, kein Problem. Verrückte Ideen, die gibt's genug. Auch auf dieser Brücke haben wir einen Adler der Lüfte gefunden. Seht ihr ihn? Da steht er. Wow! 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 Launebär, du kannst aufhören, mit dem Kopf zu wackeln. Die springen schon längst nicht mehr. Ja, das ist gut. Das strengt ganz schön an, Mitty. Das strengt ganz schön an. Bin ich enttäuscht von diesen Dingen da? Das ja, stell's weg. Man sieht auch so, was in dir steckt. Wie meinst du das jetzt wieder? Jedenfalls, meinem Dino sieht man an, was in ihm steckt. Keine Frage. Dein Dino ist lächerlich. Ich kenne Tiere, die sind tausendmal stärker. Welche? Ameisen.
Das größte Raubtier, das jemals auf der Erde gelebt hat, war dieses nette Kerlchen hier. Sein Name Tyrannosaurus Rex, ein Dinosaurier. Er wurde gut und gerne 15 Meter lang und sein Idealgewicht lag bei etwa 6 Tonnen. Da reicht meine kleine Badezimmerwaage schon lange nicht mehr aus. Alleine sein Kopf war fast so groß wie ein Mensch, 1,5 Meter lang. Und mit seinen riesigen Zähnen verdrückte dieser Vielfraß so um die 200 Kilogramm Fleisch. Aber das jeden Tag. Naja, das hört sich ja alles sehr beeindruckend an. Aber was dieses Tierchen hier alles schafft, das ist nun auch nicht von schlechten Eltern. Die Ameise. Diese hier kommt aus Südamerika. Sie ist eine Blattschneiderameise. Und die soll nun stärker sein als so ein riesiges Tier von Dinosaurier? Naja klar, also weder diese Ameisen noch der Dinosaurier können natürlich 10 Elefanten hochheben. Aber was diese Ameisen im Verhältnis zu ihrer Körpergröße leisten, das ist schon unglaublich. Sie beißen Riesenstücke von Blättern ab und tragen diese großen Teile über Stock und Stein, über Feind und Freund sicher in ihren Bau. Und warum machen die das? Nein, nicht weil sie die Blätter fressen wollen. Diese Ameisen, die ernähren sich von einem Pilz und der ist hungrig. Das hier, das ist der Pilz. Der Pilz, der wächst nämlich auf diesen Blättern, die die Ameisen immer wieder ranschleppen. Die Blätter verrotten und die werden so zu Kompost. Und von diesem Kompost ernährt sich der Pilz. Na dann, guten Appetit allerseits. Launeberg, kannst du mal gerade gucken? Ja, ich habe geguckt. Nein, du sollst gucken, wie groß ich bin. Jedenfalls größer als 1 Meter und kleiner als 2. Ein bisschen genauer müsste ich schon haben. Auf jeden Fall bist du groß genug, dass aus dir eventuell gewissermaßen quasi noch ein Hoffnungsträger werden könnte. Ist ja auch völlig egal. Ich bin ein kleiner Stuppen und da muss ich auch nicht so hoch kommen auf der Skala wie diese Athleten. Das ist doch alles Quatsch. Außerdem, Launebär, kann man sich Energie auch anfuttern. Wieso? Ja, pass auf, das kann ich dir beweisen. Kraft und Saft und Natur. Du hast auch nichts anderes im Kopf als dein zweites Frühstück, was? Nein. Wer nicht gut isst, der kann auch nichts leisten. Aha. So. Brav. Ein bisschen Kaffee. Und noch eine Maschine. Ja, und Rohkost. Mette, du und deine Maschinen, du machst mich völlig nervös. Rohkost. Was soll das Ganze eigentlich? Und Energien, die man essen kann. Wie denn? Zum Beispiel in einer Scheibe Toast, die gebuttert ist, da steckt so viel Energie. Da kannst du 6 Minuten laufen, wenn du die gegessen hast. Oder 10 Minuten Radfahren oder 15 Minuten stramm gehen. Ja. Oder 1,5 Stunden schlafen. Ne? Mette, hör jetzt endlich auf damit. Es wird zu laut. Warum? Wenn es so laut ist, kann ich auch noch weiter staubsaugen. Kann ich meine Arbeit machen? Ne? Nein, die Sicherungen halten das nicht aus. Kann ich Wir haben machen? Alte Nein. Sicherungen, Mensch. Ah, hör auf! Oh, Launebär, gibt's dich noch? Ja, aber dass du immer so übertreiben musst.
Bilder haben wir so gut gesäubert, dass wir uns einige Tage nicht mehr um sie zu kümmern brauchen. Da bin ich aber froh. Wenn die Beißwanzen ausschwärmen, möchte ich nicht mehr im Freien sein als notwendig. Haben wir genügend Pfeilblätter, Onkel Boom? Chip und Sporty haben den Auftrag, so viel zu sammeln, wie wir brauchen. Schüttel den Pfeilblätterbaum nicht zu fest, Sporty! Oh! Pass auf! Da bin ich eben, Ralf. Dreck und Abfälle gehören in ordentliche Behälter. Ich kann gut singen, was? Danke, Ralf, du hast eben Geschmack. Ich halte das nicht mehr aus! Emma ist die Größte, aber vom Gesang versteht sie gar nichts. Das ist eine Beleidigung für den guten Geschmack. Das ist Majestätsbeleidigung. Was ist denn, süßestes aller Honigtäubchen? Diese Pferder! Sie sind einfach zu hässlich! Für mich siehst du wie immer zum Fressen aus, mein Süßkartöffelchen. Weil du ein Idiot bist. Violett ist nicht meine Farbe. Aber du musst die Blätter tragen, Zuckerfläumchen. Die Sunnys sagten, dass nur die Pfeilblätter die Beißwanzen vom Beißen abhalten. Ich weigere mich! Es ist mir egal, ob ich gebissen werde oder nicht. Diese Blätter sind zu scheußlich. Ich weiß nicht, warum mich niemand versteht. Ich bin eine schöne Frau und eine schöne Frau muss immer schön sein. Das ist ihre Bestimmung. Beruhige dich, du ärmstes aller Butterblümchen. Du darfst nicht weinen. Es ist doch nur für einen oder zwei Tage. Dann sind die bösen Beißwanzen wieder für ein ganzes Jahr verschwunden. Das ist viel zu lange. Ich sterbe, wenn ich diese hässlichen Pfeilblätter auch nur eine Stunde lang am Körper tragen muss. Es ist das einzige Mittel gegen die Beißwanzen. Wenn du mich wirklich liebst, dann lässt du dir etwas einfallen. Aber Emma, ich liebe dich. So? Du sagst doch immer, du bist ein genialer Wissenschaftler. Dann erfinde was. Ein Wanzenvernichtungsmittel. Aber in so kurzer Zeit? Die gefräßigen Beißwanzen können jede Minute ausschwärmen. Warum sitzt du da noch untätig herum? Ich hab nur nachgedacht, Liebes. Ihr solltet damit warten, bis die Beißwanzen ausgeschwärmt sind. Das ist unmöglich, Onkel Boom. Vielleicht dauert das noch eine Woche. Bis dahin sind die fliegenden Hirsche längst verhungert. Seit das Erdbeben in den Echobergen den Weg verschüttet hat, sind die fliegenden Hirsche gezwungen, im Tal zu bleiben. Aber sie haben dort zu wenig Futter. Am besten nimmst du ein paar Pfeilbaumblätter mit, für den Fall, dass die Beißwanzen ausschwärmen. Nein, Chip, die Pfeilbaumblätter sind zu schwer, um sie so weit zu tragen. Und abends sind wir wieder zurück. Dann macht euch mal auf den Weg, damit ihr nicht doch noch von den Beißwanzen überrascht werdet. Immerhin solltet ihr nicht das Futter der Beißwanzen werden, sondern die armen Flügelkirschen, Hirschflügel, fliegenden Fische. Na, ihr wisst schon. Ich muss ein wirksames Wanzengift entwickeln, sonst wird jemand an Bord stinkelsauer. Ich kann mir gar nicht denken, wer das sein könnte. Also, ich habe mich schon mal gefragt, Kapitän, warum es eigentlich Beißwanzen gibt. Ich meine, Beißwanzen sind doch sinnlos. Ungefähr so sinnlos wie Seife. Seife ist nicht sinnlos, sondern sehr nützlich. Wozu soll Seife denn Nütze sein? Seife hält den Körper wohlriechend und sauber. Das verstehe ich nicht. Jetzt esse ich seit 5 Wochen 3 Stück Seife pro Tag und das hilft nicht. Meine Hände sind so schmutzig wie früher. Du sollst doch die Seife nicht essen. Was? Du sollst sie nicht essen, sondern mit Wasser auf deiner Haut verteilen. Und dann... oh je, was ist denn hier passiert? Du liebe Zeit, mein Tisch. Warte. Wenn sich die Säure durch den Tisch fressen kann, dann wird sie wohl auch mit Beißwanzen fertig werden. Ich hab das Mittel gegen die Beißwanzen gefunden. Das war keine gute Idee, Prinzessin Lila. Wir hätten doch nicht die Abkürzung durch den Rankenurwald nehmen sollen. Ich wusste nicht, dass es so schwierig ist, durch den Urwald zu gehen. Hast du denn einen anderen Vorschlag? Sobald wir eine Lichtung finden, schlagen wir das Lager für die Nacht auf. Ich hoffe nur, dass sich die Beißwanzen noch ein paar Tage Zeit lassen mit dem Ausschwärmen. Pass auf den Treibsand auf. Oh!
Bist du sicher, dass das Gefährt verkehrstüchtig ist? Aber sicher bin ich sicher. Ich habe es selbst gebaut. Das ist der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Ich habe doch sogar ein Mittel gegen die Beißwanzen erfunden, oder etwa nicht? Ich lasse mich überraschen. Falsche Richtung! Nein, die Richtung stimmt. Ich will nicht, dass die Sunnies unseren Stern beobachten. Und wenn wir dann über die Insel fliegen, fliegen wir so hoch, dass sie nicht sehen, dass wir das sind. Karlchen, wenn du fliegen sagst, meinst du dann fliegen im eigentlichen oder im übertragenen Sinn? Ich meine es so. Oh, ich will wieder runter! Es kann nicht mehr weit sein, Prinzessin Dila. Nur noch ein paar Meter. Oh, es ist wirklich kaum zu glauben, wie schnell die Ranken dieses Jahr wachsen. Das muss doch einen Grund haben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, warum es diese Wucherranken überhaupt gibt. Alles in der Natur hat doch irgendeinen Sinn. Aber diese Dinger gehen einem nur im Weg um. Speedy, Hilfe! Diese Ranke zerdrückt mich noch. Oh. Schon zur Stelle, Prinzessin. Oh, danke, Speedy. Das war aber knapp. Ist dir was passiert? Nein, nur ein paar blaue Flecken. Gehen wir weiter, Speedy. Hm? Karlchen, dreh bitte um. Ich hab schreckliche Angst. Hab keine Angst, Gänseblümchen. Ich achte darauf, dass dir keiner ein Blütenblättchen ausreißt. Dort unten sind Beißwanzen. Mach schnell. Ich hab Angst im Ball. Gerne, mein Honigmäuschen. Mahlzeit, ihr Beißwanzen. Das ist eure Henkersmahlzeit. Gebirge dort sind die Echoberge. Wir haben es geschafft, beeilen wir uns. Wir müssen die Flughirsche finden. Reiche mir den Sirup, Schmutzhans. Nichts lieber als das, Emma. Stell dir vor, Karlchen, nie wieder Beißwanzen, nie wieder Pfeilbaumblätter. Du hast ganze Arbeit geleistet. Es freut mich, dich glücklich zu sehen, mein putziges Kartoffelkrokettchen. Emma, du hast daneben gegriffen. Emma? Und wenn diese widerliche Sunny-Brut herausgefunden hat, was wir mit ihren süßen kleinen Wanzen gemacht haben, wird sie uns aus Dankbarkeit die Koralle der ewigen Jugend überreichen. Tut mir leid, Emma, aber das ist mein Sirup. Dein Sirup ist da drüben. Halt dich da raus, ja? Was habe ich gerade gegessen? Pfannkuchen mit Öl vom letzten Ölwechsel. Der Nächste. Kinder, ihr sollt eure Pfeilbaumblätter tragen. Alles cool, Onkel Boom. Keine Wanzen rundum. Noch nicht, aber man muss allzeit bereit sein. Als ich bei den Pfadfindern war, ich war noch Wölfling, lernte ich diese wichtige Lektion. Wir hatten einen Zeltplatz ausfindig gemacht. Onkel Boom! Was? Oh je! Oh. In Deckung! Ich kann mit diesem Blatt nicht laufen. Hier rein, Onkel Boom, schnell! Nein. Onkel Boom, bist du unverletzt? Ja, etwas.
etwas außer Atem, aber unverletzt. Was waren das für Monstertöpfchen? Sie sehen aus wie überdimensionale Beißwanzen. Aber wie sind die so groß geworden? Und warum haben die Fallblätter sie nicht abgehalten? Ich weiß auch nicht, aber hier drin sind wir erst einmal sicher. Oh je, oh je, oh je. Was ist das? Sie fressen sich durch die Decke. Einmal darf ich noch. Emma hat getagt. Heute ist ein besonderer Tag. Sie sind weg. Schnell, Töpfchen, wir müssen das Loch in der Decke flicken. Wenn die Koralle der ewigen Jugend in meinem Besitz ist, werde ich für ewig jung und schön sein. Jede Frau der Welt wird mich beneiden. Kannst du dir vorstellen, wie wundervoll das sein wird? All die Frauen, die mich bisher gehasst haben, werden mich anbeten. Oh je, ob da jemals was draus wird? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Lust, das rauszufinden. Jetzt sind wir sie los. Ich mach schon auf. Nein! Das Wanzengift! Au! Was hat denn zu schmecken? Also, Matti, erstens sehe ich kaum was und außerdem wird es noch mindestens 100 Jahre dauern, bis unser Teewasser kocht. Und mir geht allmählich die Energie aus und mit diesem blöden Dynamo kriege ich den Speicher doch nie hell. Dann hör auf zu strampeln, stell mein Fahrrad wieder raus und such den Sicherungskasten. Sicherungskasten? Ja. Wo hängt denn der bei uns? Weiß ich auch nicht. Aber du hast gesagt, wenn wir einen Sicherungskasten haben, haben wir wieder Strom. Ja, wenn wir den haben, dann haben wir den wieder. Den Strom haben wir wieder. Matti, wo kommt der Strom eigentlich her? Naja, Strom kommt aus Kraftwerken. Das weiß auch der rasende Roland. Und die machen Strom aus Kohle oder aus Öl oder sie verbrennen Gas. Ja, Atomkraftwerke, die gibt's auch. Die machen Strom aus Uran. All diese Kraftwerke erhitzen jedenfalls Wasser, sodass daraus Dampf wird, der die Turbinen antreibt. Was jetzt? Richtig, es gibt auch Sonnenkraftwerke. Die können Licht in elektrische Energie umwandeln. Und? Genau, auch aus Wind kann man Strom machen. In Windkraftwerken. Na dann, zum Wohle, Roland. Moment, aber auch aus Wasser, da kann man Strom machen. Allerdings braucht man da schon etwas mehr als nur ein einziges Glas. Am besten, man hat einen ganzen See voll und eine Staumauer. Durch dicke Rohrleitungen fällt das Wasser von oben ins Kraftwerk hinein. Das sind die Rohre. Ach, guck mal, wer da ist. Hallo, Roland. Naja, die sind wirklich riesig, die Rohre. Da fließt auch jede Menge Wasser durch. Was passiert hier? Na? Na, also das Rote da, ja genau das, das ist ein Schieber, so heißt das. Der funktioniert so wie ein Wasserhahn. Kein Wasser, Schieber zugedreht. Und je mehr man ihn aufdreht, umso mehr Wasser fließt da durch. Und dieses Wasser, das fließt dann in eine Turbine rein. Die hat so Schaufeln innen drin und richtig, die dreht sich dann. Das ist sie. Diese Turbine, die sich innen drin dreht, die ist mit einem Generator verbunden. Der funktioniert so wie ein Fahrraddynamo. Wird er gedreht, macht er Strom. Naja, also zufrieden guckst du nicht aus der Wäsche, Roland. Du meinst, man kann das noch besser erklären? Klar kann man das.
Unser Roland, der macht jetzt eine Zeitreise. Er fährt vom neuen Teil des Kraftwerkes einfach gut 90 Jahre zurück in die Vergangenheit, in den alten Teil des Kraftwerkes. Toll, was? Das ist übrigens ein richtiges Elektroauto aus dem Jahre 1902. Na und hier dreht sich und bewegt sich doch noch einiges mehr. Und auch hier steht eine Turbine, die durch fließendes Wasser gedreht wird und die dann einen Magneten im Generator antreibt. Das da ist der Magnet. Tja, und dann entsteht Strom. Den kann man sichtbar machen mit einem Oszillographen. Mach mal an, Roland. Jawohl, diese Kurven zeigen an, dass der Generator Wechselstrom produziert. Naja, ich weiß, es müsste noch klarer zu sehen sein, wie man aus Wasser Strom macht. Genau, Roland, das geht auch. Unser Wasserkraftwerk im Modell. Das da ist der Schieber, der funktioniert ja wie ein Wasserhahn, also aufdrehen, aber langsam. Da kommt das Wasser auf die Turbinenschaufel und die dreht sich dann immer schneller und schneller und schneller. Ja, und unsere Modellturbine, die ist natürlich auch wie im großen Kraftwerk mit einem Generator verbunden. Das ist er. Und vom Generator führen dann Leitungen weg zu einem Lämpchen. Und das brennt tatsächlich. Bitte sehr, so wird aus Wasser Strom. Und wie viel Strom jeder Generator im Kraftwerk erzeugt, das muss man natürlich genau wissen und einstellen können. Das machte man früher mit so einer wunderschönen Schalttafel. Und wenn alles klar ist, gibt's grünes Licht und die Lampen gehen an. Oh, Launebär, ich hab ihn gefunden. Jetzt haben wir gleich wieder Saft. Saft? Ich will keinen Saft. Ich will Strom. Ach, das sagt man doch nur so. Saft für Strom. Setzt zuerst am besten mal den Hauptschalter aus, damit, wenn gleich der Strom wieder kommt, nichts passiert. Moment, das... Nee. Ach, hier, die Sicherung ist raus. Ja, dann kann's ja nicht gehen. So, und jetzt wieder den Hauptschalter ein. Hilfe, das geht wieder los. Matti, ja, Gib mir eine Chance. Sekunde. Mach aus, Matti, ja. Ja, klar. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Oh. Endlich. Wieder Ruhe im Launeland. Ruhe. Von das wegen. Telefon geht also auch wieder. Nicht zu fassen. Matti, wer ist es denn? Hallo, Launeland. Wer will... Ran, Roland. Was will er denn? Was ist los? Was willst du denn? Der will was ganz Einfaches wissen. Nämlich was? Warum zittert der Zitteraal? Nee, ich glaube, der hat doch Strom, ne? Weil er sich fürchtet. Was? Wird wohl von Natur aus so sein. Weil er friert. Wahrscheinlich, weil er Angst hat vor einem anderen. Keine Ahnung. Das sind elektrische Impulse irgendwie so. Warum der was zittert? Der Zitteraal, weil der im Zittertal wohnt. Warum hat das wieder so mit Blutdruck zu tun? Wegen dem Wind? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Weil es ihm sicher so kalt ist, nehme ich an. Was soll er sonst tun? Ja, das ist natürlich eine starke Frage. Der zittert gar nicht. Na, mein Schlieschla-Schlaubär, wie ist es denn jetzt mit dem Zitteraal? Weißt du vielleicht, warum der zittert? Ja, ich hab schon eine Idee. Ja. Aber lass uns erst mal anschauen, wie so ein zittriger Aal überhaupt aussieht. Ach, Launebär, doch nicht in dem kleinen Ding da, in diesem Einmachglas. Da wirst du doch so einen riesen Zitteraal nicht finden. Nö, da braucht man ein richtig großes Aquarium. Und das hier, das ist er also, der Zitteraal. Das heißt, hier ist nur ein Stückchen davon zu sehen. Mit seinem lateinischen Namen heißt er übrigens vornehm Electrophorus electricus. Braucht ihr euch aber nicht zu merken. Diesen Zitteraal haben wir im Aquarium des Kölner Zoos gefunden. Aber ursprünglich kommt er aus Südamerika.
Er kann bis zu 500 Volt und mehr als 1 Ampere an Strom erzeugen. Und das reicht locker, um 12 Glühbirnen brennen zu lassen. Über dem Aquarium, da hängt ein Oszillograph. Das ist ein Gerät, das die Stromschläge anzeigt, die der Aal gerade von sich gibt. Und wie macht er das? Er hat entlang der Wirbelsäule Organe, die funktionieren so wie die Zellen bei einer Batterie im Auto. Aber klar, dass der Aal keine Glühbirne anmachen will. Er macht das aus anderen Gründen. Erstens, da er fast blind ist, baut er ein elektrisches Radarfeld auf, um sich zu orientieren. So ähnlich, wie das eine Fledermaus macht. Und zweitens, er betäubt seine Feinde damit. Oh, da bist du ja wieder, Betty. Was auf dem Viehschmack? Hast du Aal geholt? Zitteraal? Nein, ich war auf der Post. Ich hab die Post geholt und zwar mit der Handkarre. Man kann ja Energie sparen. Moment, bist du ein bisschen leiser? Kannst du mir mal sagen, was das Ganze da soll, dieses Gedöns? Was es werden soll? Ja. Betty, das wird... Ach, mach du mal lieber die Post. Mach du mal lieber die Post. Bin ich aber gespannt. Also, naja, gut. Hier hätte ich etwas von Jasmin Paul. 5 Jahre ist sie aus Löhneberg. So sieht der Launebär von hinten aus. Und könntest du ein bisschen leiser arbeiten, Launebär? Ja, natürlich. Das hier kommt aus Dänemark, aus Grästen von Thomas Barsö, der Bär im Auto, im Launeauto. Wunderschön. Launebär, bitte mal hergucken. Daniela Lerzer kennt mehr als ich. Sie ist 8 Jahre, ist in der 2. Klasse und sie kennt deine Freundin. Und mir stellst du sie nie vor. Was sagst du dazu? Ach ja, ich merke schon. Na gut. Gut. Müssen wir drüber sprechen. Und hier hätte ich einen Launespeicher fast so schön aufgeräumt wie unserer. Der Launebär als Pianeur. Wunderbar. Von Melanie Grob aus Solingen. Und dann hätte ich noch dies hier anzubieten. Ein ziemlich aufgeblasener Kerl. Der Launebär als Luftballon von Judith Pöppel aus Paderborn. Hast du dir wehgetan? Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Nein, was soll ich nicht helfen? Ja, was nun? Das, ne? Mach du mal weiter die Post. Gut, dann mache ich mal weiter die Post. Ja. Erinnert ihr euch noch bei MMM, da gab es in Pünktchen, gab es ein Lawinenunglück und da war mein Freund Benny da. Was ist denn los da hinten? Also mein Freund Benny und Lawinen. Wollen wir mal sehen noch mal? Dr. Heine! Da ist er gut. Jetzt kommt der interessantere Teil des Abenteuers, nämlich, wer von euch darf denn dorthin fahren? Nach Interlaken. Wo liegt Interlaken? Hatte ich ja gefragt. In der Schweiz. Einer darf fahren. Mal sehen, wer das jetzt ist. Erik Ulrich aus Berlin 20, Gartenfelder Straße 56. Berlin 20, Laune, wer ist? Das ist Spandau. Herzlichen Sehr Glückwunsch. Gut. Wunderbar. Freu dich drauf. Mit deinen Eltern zusammen ein Wochenende in Interlaken in der Schweiz. Und die anderen, deren Post ich vorgelesen habe, die 5, die bekommen von dem Launebär ein Pflegeset mit Bärchen drauf. So, mein Lieber. Und jetzt möchte ich endlich wissen, was das da wird, wenn es fertig gebacken ist. Wenn es fertig ist? Ja. Möchtest du wissen? Ja. Ja, sage ich aber nicht. Sage erst, wenn es fertig ist. Ach, du spann mich doch nicht auf die Folter, Launebär. Hey, gib mal den Hammer. Den Hammer. Gerne, ja, bitte, wer hat den Hammer? Ja. So. Oh je, je, je. Na, du kannst doch nicht mal einen Hammer richtig angehen. Komm, was wird denn das? Jetzt wird gehämmert. Dazu braucht man einen Hammer. Den brauchen wir nicht zum Streicheln. Zum Hämmern brauchen wir den. So. Wisst ihr, was wir machen jetzt, bis das da fertig ist? Wir schauen uns Prinzessin Lila an und die Smoggis. Na endlich, dort unten weiden die Flughirsche. Sie sind schon ganz schwach. Die Erdspalte ist zu breit für sie, um drüber zu springen. Wir müssen eine Brücke bauen, über die sie auf ihre Weide ziehen können. Eine Brücke? Eine Brücke dauert zu lange. Aber nicht damit. Oh, super, Ranken, gute Idee. Jetzt soll sich dieses Unkraut mal nützlich machen. Ich wusste, dass sie zu irgendetwas gut sind. Sieh mal, die Flughirsche haben Angst. Was sollen wir denn nur tun? Ich habe eine Idee. Hey!
Das Echo ist auch zu etwas gut. Jetzt können sich die Armen endlich wieder so richtig satt fressen. Ich kann doch nicht immer und ewig hier bleiben. Ich muss heim, meinen Goldfisch füttern. Komm mal hier rüber und sieh dir das an. Was gibt's denn, Gärtner? Die Pflanzen in unserem Garten. Seht ihr? Das muss eine Art Pilzbefall sein. Sowas habe ich noch nie gesehen. Unsere Pflanzen gehen alle ein. Also diesen Weg sind wir nicht gekommen. Speedy, kommt's mir nur so vor oder... oder wirst du immer größer? Du wirst kleiner. Hilfe! Treib's an! Du musst dich stillhalten, Prinzessin. Je mehr du dich bewegst, desto tiefer sinkst du ein. Aber was können wir denn machen? Oh, ich versinke. Keine Panik. Ich habe noch eine super Ranke. Warte, mal sehen, ob ich rankomme. Ich wollte zu Hause herausfinden, warum sie so schnell wächst. Mach etwas, Speedy. Wenn die Ranke hier im Treibsand anwurzelt und zu diesem Baum hinüberrankt, können wir uns daran rausziehen. Es funktioniert. Sie muss sich nur noch um den Baum ranken. Hilfe, Speedy. Ich sinke schon wieder. Und sehen, ob die Luft rein ist. Was soll eigentlich der Tisch? Der wird die doch nicht eine Sekunde lang aufhalten. Kannst du endlich mal leise sein, Töpfchen? Ich meine, kannst du endlich mal leise sein, Töpfchen? Ah! Hilfe! Ah! Ich glaube, wir warten besser. Noch 2 oder 3 Wochen. Los, ihr Ranken, zeigt, was ihr könnt. Super geschafft. Auf die Natur ist eben immer Verlass. Halt dich an meinen Schultern fest. Oh, Speedy, die Ranke zerreißt. Wahnsinn, sie repariert sich selbst. Jetzt sind wir gerettet, Prinzessin Lila. Sprüh weiter! Ich weiß nicht, wie lange wir die Festung noch halten können, geliebtes Honigkuchenmäulchen. Schmutzfernst, hast du eine Idee, was wir machen können, wenn das Pflanzengift alle ist? Oh, wir gehen und kaufen Neues. Oh, ich bin von geistlosen Irren umzingelt. Oh, irgendwie hat sie was gegen meine Ideen. Wir sind wieder da. Ich melde uns bei unseren Freunden zurück. Das müssten Sie gehört haben. Aber wo sind Sie? Sieh mal, Wanzen. Ja, überdimensionale Wanzen. Ist dir aufgefallen, dass wir bisher keine Beißwanzen gesehen haben? Willst du damit sagen, dass das Beißwanzen sind? Ja, und unser Garten. Er ist von einem schrecklichen Pilz befallen, der unsere Pflanzen tötet. Ich verstehe das nicht. In der ganzen Stadt kein Zeichen von Sunnys. Riesige Beißwanzen und ein Pilz. Was geht hier vor? Vielleicht ist das die Antwort. Die Smoggies. Ich hätte es wissen müssen. Ich werde mal der Sache auf den Grund gehen. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, Emma. Wenn wir diese Pfeilblätter getragen hätten, ging es uns jetzt besser. Überlass das Denken lieber den Pferden, die haben größere Köpfe. Pass auf, Tom, du wartest hier auf mich. Es kann sein, dass wir schnell fliehen müssen. Unmöglich, dass das Gift giftig ist, aber diesen Wanzen tut es gut. Sie wachsen und gedeihen besser. Hör mit deinem schwachsinnigen Gerede auf, mir wird noch übel davon. Und tut mir leid, wenn dir übel wird. Du bist ein Idiot! Was man sagt, das ist man selbst. Wie bitte? Wenn du sagst, dass ich ein Idiot bin, bist du selbst einer. Das ist ja wohl die Hölle! Ich wollte dich nicht ärgern, Emma. Es ist doch immer dasselbe. Du sagst immer, dass es dir leid tut und dann machst du dasselbe wieder. Und dann entschuldigst du dich dafür. Mach ich das wirklich? Ja, und das ärgert mich. Tut mir leid. Ach! Was war das? Das ist doch Speed, dieser Lümmel. Hol ihn dir! Ach, dich, du widerlicher Zwerg! Hör uns, Emma hat Speed gefangen. Also ist dein Supergift doch noch zu was Nutze. Du weißt doch, was wir mit kleinen Sunnys machen, die sich auf unser Schiff schleichen und uns ins Handwerk pfuschen. Wir verfüttern sie an die Beißwanzen. Halt, warten Sie, Sie machen einen Fehler. Emma macht keine Fehler. Lassen Sie mich alles erklären. Du brauchst mir nichts zu erklären. Ich habe eine bessere Idee.
Wenn du mir versprichst, dass du mir die Koralle der ewigen Jugend bringst, lass ich dich frei. Die Koralle der ewigen Jugend gibt es nicht. Lüg mich nicht an, woher sonst nehmt ihr Sunnis eure Jugend und Gesundheit? Denken Sie doch mal an die Beißwanzen. Die Beißwanzen? Ganz richtig. Ich glaub ihm kein Wort, Emma. Ein Sunny lügt nie im Leben. Das liegt daran, dass Sunnis zum Lügen zu dumm sind. Du meinst, dass es der Biss der Beißwanzen ist, der euch Sunnis jung und gesund erhält? Gar nicht so schlecht geraten. Lass das mit dem Giftschmutz, Hans! Ich will mich nicht beißen lassen. Auch von Wanzen nicht. Tu, was ich dir sage! Na, wenn du meinst, was Emma sagt, wird getan. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Die Beißwanzen fressen den Pilz auf. Sehr praktisch. Als die Smoggies versuchten, die Beißwanzen mit ihrem Gift zu vernichten, verwandelten sie nur in Riesenbeißwanzen. Wir können froh sein, dass ihr Gift nicht funktioniert hat. So stellte sich heraus, dass die Beißwanzen in der Natur wichtig sind. Ja, ohne sie hätte der blaue Pflanzenpilz die Koralleninsel innerhalb weniger Tage in eine Wüsteninsel verwandelt. Wir wissen also, dass die Beißwanzen nicht nur beißen. Ja, und dass Superranken einem nicht nur immer den Weg versperren. Das stimmt. Ich wette, dass alles in der Natur seinen Sinn hat. Man muss nur genau hinsehen. Aber eines hat keinen Sinn. Diese Smoggies. Apropos Smoggies, Speedy. Wie hast du es geschafft, dass sie dich laufen ließen? Ich habe ihnen erzählt, wie wichtig die Beißwanzen für die Sunnies sind. Zu schade, dass mein Gift nicht gewirkt hat, Mäusebärchen. Ach, das macht gar nichts, Karlchen. Alles hat sich doch zum Besten gewendet. Aber was machen wir nächstes Jahr, wenn die Beißwanzen wiederkommen? Wenn ich bis dahin noch nicht im Besitz der Koralle der Jugend bin, werde ich mich so oft beißen lassen wie möglich. Emma? Dann werde ich für immer und ewig die schönste Frau der Welt sein, Karlchen. Ah! Oh, dieser Tee schmeckt nach... Ey! Schmutzhans, du hirnverbrannte Idiot! Sehr schön. Ist hier eine heiße Kiste, Launebär. Natürlich. Ja, lass mich raten. Also wahrscheinlich die erste fahrbare Waschmaschinenkiste der Welt oder... Blödsinn. Mondauto, ja? Blödsinn. Ich bin aber ganz nah dran. Seifenkiste? Blödsinn. Seifenkiste, so ein Blödsinn. Ja, was denn? Das ist ein Solarmobil. Ein Solarmobil? Ja, jetzt ein Solarmobil, ich auch. Weil es nur mit Solarenergie fährt. Jetzt wenn ihr das was sagt. Also Sonnenenergie kann man auch sagen. Und wofür bitte ist diese Lappen hier? Das ist kein Lappen. Du sollst auch nicht abreißen. Das ist mein Segel. Aber wenn es abgerissen ist, kann man damit nicht segeln. Toll. Brauche ich nämlich für den Notfall. Aber, ja, aber jetzt ist ja kein Notfall. Wenn das hier Solarmobil ist, kommst du aber nicht sehr weit damit. Wieso nicht? Wenn ich weit damit fahren will, dann spanne ich einfach ein Pferd oder einen Esel vor, wie dich, ne? Na. Und wenn du da vorne ein Pferd dran spannst, dann ist das kein Solarmobil mehr, dann ist das schlicht eine Kutsche. Moment, ja? Wieso? Ein Pferd frisst doch Hafer, oder? Tut's, ja. Na also, und Hafer wächst doch nur, wenn die Sonne scheint, oder? Wächst er.
Also, dann ist das doch ein Solarmobil, weil die Energie, die es antreibt, von der Sonne kommt, oder? Ah, Launebär. Also um 5, 6 Ecken rum hast du ja recht, Donnerkeilnummer. Ja, nee, also pass auf. Natürlich, alle Energie hier auf der Erde kommt von der Sonne. Ja. Ob das Kohle, Holz oder Wind ist oder, das ist klar. Nur, ein richtiges Solarmobil, mein Lieber, das sieht ein bisschen anders aus. Wie denn? Wolfgang, komm mal rein. Matti, was ist das denn? Tja, mein Lieber, das ist ein richtiges Solarmobil und das ist Wolfgang. Grüß dich, Wolfgang. Grüß dich, Matti. Wollen wir unserem Solarbär jetzt mal zeigen, was eine Harke ist? Was gehört denn zu so einem Solarmobil wichtigerweise dazu? Einmal das Solarmodul. Also oben am Dach die Solarzellen, wie man so normalerweise sagt, die sammeln das Sonnenlicht ein, ist das richtig? Die sammeln das Sonnenlicht ein und geben Energie ab. Wohin? In die Batterie unten. Batterie ist vorne? Die ist vorne. Darf ich auch mal gucken? Bitte, Mette. Ja, gut. Also, Batterie hier vorne. Ah ja, das ist ja wie im Auto, ne? So einfach Batterien. Prima. Klappe zu. Und wie geht's dann weiter? Wir brauchen einen Wechselrichter. Ein Wechselrichter? Um aus Gleichspannung Wechselstrom zu machen. Ah, und das sitzt auch da vorne drin, das dieser Wechselrichter? Auch hier vorne drin. Und was passiert da mit dem Strom? Der Strom ist dafür da, um den Drehstrommotor anzutreiben. Den hast du wieder hinter dir, den Motor? Den habe ich hinter mir. Also ein Elektromotor, ein Drehstrommotor. Gut, so, jetzt läuft der Motor. Und dann kannst du zwischendurch Däumchen drehen oder hupen oder vielleicht mit dem Computer ein bisschen spielen. Oder wozu ist der da? Der Computer zeigt uns alle wichtigen Fahrdaten an. Ach, ist nicht zum Spielen. Was zum Beispiel kann der dir sagen? Der kann uns zum Beispiel mitteilen, wie viel Energie die Solarzellen abgeben. Aha, das heißt also, wenn der sagt, es ist genug Sonne da, es ist genug Energie da, kannst du faulerweise aufhören zu treten. Oder er sagt dir, du musst wieder mittreten, Wolfgang. Ganz genau. Kann der dir auch zum Beispiel sagen, du brauchst jetzt Strom aus der Batterie? Das kann er mir auch mitteilen. Aha, das ist ganz, ganz toll. Sag mal, und so ein Ding kann man kaufen, fertig, toll, ne? Nein, das kann man nicht kaufen. Nicht? Das haben wir an der Fernuniversität in Hagen gebaut. Habt ihr ein paar Fahrräder zusammengelegt, ne? Ja. Ja, sag mir nur noch eins. Es imponiert mir mächtig, aber was machst du im Tunnel? Im Tunnel greife ich einmal auf die Batterie zu, um die nötige Energie zu haben, weil wir dann keine Sonnenenergie mehr haben. Und ich schalte hier den Lichtschalter ein. Also ich merke schon, bevor du anfängst zu treten, muss einiges passieren. Ihr beiden könnt mir viel erzählen, aber dass das Ding ohne Pferd fährt, das glaube ich nicht. Oh, da gibt's noch ganz andere Modelle. Jeden Sommer treffen sie sich in der Schweiz, die Solarrennautos und ihre Macher. Bei diesem Rennen, der Tour des Sol, kommt es allerdings nicht unbedingt darauf an, wer der Schnellste ist und wer am weitesten fahren kann. Bei den meisten Fahrzeugen, da kann man sicher sein, wo der Fahrer sitzt. Auch bei diesem abenteuerlichen Teil. Bei dieser flachen Flunder hier, da muss man schon mal genau hingucken. Ich denke, der sitzt da zwischen den Rädern irgendwo. Und das hier, das ist auch kein UFO, obwohl die Leute, die gucken schon etwas komisch, sondern ein Solarauto. Aber auch hier gilt, wer sein Auto liebt, der schiebt. Wenn die Batterie leer ist, läuft gar nichts mehr. Wer Glück hat, der kann sich dann auch ziehen lassen. Dieser Rennfahrer, der verlässt sich deshalb wohl lieber auf seine Beine. Einmal links und einmal rechts und schon geht unser UFO als erster durchs Ziel. Gratulation! Das ist ja toll mit den Solarautos. Das funktioniert ja wirklich ohne Benzin. Ohne doppelten Boden und ohne so einen Esel wie du. Launebär, aber ich könnte dir noch eine ganz unglaubliche Geschichte erzählen. Welche? Leg los. Ja, die Pflanzen, wo beziehen die eigentlich ihre Energie her? Hm? Pflanzen, das ist doch einfach. Also Pflanzen. Pflanzen, die brauchen Wasser und Erde und Sonne. Ja, aber es gibt einige Pflanzen, die haben noch was ganz anderes auf ihrer Speisekarte. Die Bäume, das Gras und die Blumen in unserer Landschaft brauchen zum Leben Luft, Sonne und Spurenelemente, die sie mit Hilfe ihrer Wurzeln aus dem Boden, dem wichtigsten Nährstofflieferanten, ziehen. Aber es gibt Orte, an denen dieser nährstoffreiche Boden fehlt oder nicht das liefern kann, was die meisten Pflanzen zum Leben brauchen. Beispiele hierfür sind bestimmte Sümpfe und steiniges Gelände.
Und dennoch findet man auch hier einige wenige anspruchsvolle Gewächse und wunderschöne Blumen, die auf Insekten warten. Aber Vorsicht! Auch wenn die Blumen noch so harmlos aussehen, so stellen sie doch den Bewohnern am Boden überaus gefährliche Fallen. Ihre Blätter erzeugen einen Klebstoff bester Qualität, der einer ahnungslosen Mücke, die sich auf ihnen niederlässt, zum Verhängnis wird. Sie kommt nie wieder los, wie die meisten ihrer bereits verdauten Vorgängerinnen. Und so gehen die fleischfressenden Pflanzen vor. Sie fangen Lebewesen und ernähren sich von ihnen als Ersatz für das, was ihre Wurzeln im Boden vergeblich suchen. In den Gebirgssümpfen wird das Leben der Pflanzen durch das stillstehende, saure und kalte Wasser ebenfalls erschwert. Hier wachsen nur ganz bestimmte Moose, die sich kräftig vermehren. Auf den in dieser wenig einladenden Umgebung wachsenden Moosen hat sich eine andere fleischfressende Pflanze niedergelassen, die Drosera. Die Pflanzenfamilie hat eigentümliche runde, ovale oder längliche Blätter, die mit mehr oder weniger langen, rötlichen Härchen bedeckt sind. Die Blattränder sind leicht angeschwollen. Jedes einzelne dieser winzigen Härchen hat die Aufgabe, kleine, glänzende Tautropfen zu erzeugen, die nicht nur hübsch anzusehen sind, sondern darüber hinaus die Insekten magisch anziehen. Aber auch hier heißt es wieder Vorsicht. Denn diese hübsche, glänzende Oberfläche wird sich ebenfalls als arglistige Falle entpuppen. So ist das in der Natur. Der Kampf zwischen dem Insekt und den unzähligen, klebrigen Fangarmen, die es gefangen halten, ist unfair. Schon bald ist die Beute unter Kontrolle gebracht und dann wird jeder Widerstand zwecklos. Ganz langsam haben die Härchen das Opfer umschlossen. Dann wird der Insektenkörper mit Hilfe eines Verdauungssaftes verflüssigt und von der Pflanze aufgesogen. Nur die festen Teile der Fliege bleiben übrig. Andere Arten dagegen, wie zum Beispiel die Venusfliegenfalle, machen aus ihren feindlichen Absichten keinen Hehl. Jedes Blatt stellt zwei mit langen Stacheln umgebene Lappen dar, eine wahre Mausefalle. Drei mikroskopisch kleine, höchst empfindliche Härchen lösen die Falle aus. Man braucht sie nur anzuticken und schon im Bruchteil einer Sekunde schnappt die Falle zu. Auch hier gilt wieder, was des einen Leid ist des anderen Freud. Ist die Beute erst einmal in der Pflanze gefangen, wird sie nach und nach immer fester von den Blättern umschlossen und die Verdauungssäfte treten in Aktion. Jetzt gibt es kein Entrinnen mehr. Matti, Mücken oder Fliegen? Also ich glaube, damit du mehr Energie bekommst, spendiere ich dir lieber einen Löffel extra Krafthonig. Oder willst du doch lieber ein paar Mücken auf Toast? Nee, dann schon lieber von deinem komischen Wunderhuhn. Ich komme. Bitte schön, bedien dich. Ja, danke schön, danke schön. Darf es auch ein Finger voll sein, ja? Ja, gut, ja. Also nach mit Maßen, ja? Oh, der zieht sich. Ja, das ist Ziehhonig. Na? Na, Matti? Na? Wie tut er? Tut er gut? Mann! Junge, 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 dass dieser Honig hier was Besonderes ist, das wusste ich. Aber sowas, ne. Kann ich noch eine Portion davon haben, Launebär? Man wird ja vielleicht noch fragen dürfen. So ab und an verlässt ihn mal die Lebensenergie total. Dann ist er müde, lustlos, schlapp und baut, ihr seht es, völlig ab. Nix macht ihn an, nix regt ihn auf, er ist ganz miserabel drauf. Die Liebe ist wohl auch eine Quelle für Energie, ganz auf die Schnelle.
Mitty, was soll das? Reicht dir ein Klavier nicht mehr auf dem Speicher? Launebär, das ist kein Klavier. Das ist ein Harmonium. Guck mal, wenn ich so mache... Du willst mich veräppeln, musst du einschalten, kein Ton. Strom drauf. Eben nicht, ist gar nicht nötig. Das ist energiesparend. Man braucht keinen Strom wie bei den modernen Orgeln oder Synthesizer. Nein, man braucht nur seine Beine und dann tritt man unten in Pedale und dann gibt es Blasebälge dort und da gibt es Luft. Und wenn ich jetzt noch mal mache, dann gibt es auch Töne. Matti, das ist ja klasse, das ist ja richtig pfeifig, was? Ja, das ist sehr pfeifig. Und dieses kleine Harmonium können wir natürlich auch für unser Lied benutzen. Pass mal auf, fangen mal an. Wer gar nichts tut, der wird bald sehen. Es bleiben alle Räder stehen. Es kommt im Leben nix von nix. Von nix, das merkt man schon ganz fix. Soll sich was tun bei Mensch und Vieh, dann braucht man eins, die Energie. Ob Wasserkraft, ob Batterie. Ja? Es geht nicht ohne Energie. Geht es nicht. Nix tut sich hier von ganz allein. Kann's Honig Energie auch sein. Honigenergie? Ja! So mit Schmackes? Ja! Ja, gerne! Bitte auch rein, pfeifig! Wow! Ja! Ja, klasse, Mitty! Ja, das macht. Juhu! Das macht es, Mitty! Oh, Launebär, ich spiele, glaube ich, noch mal ein bisschen langsamer. Launebär. Mitty, gehst du denn heute noch auf Abenteuer? Launebär. Oh ja, da gibt's wieder was zu gewinnen. Oh ja, mit der Kraft, die du jetzt hast. Oh. Launebär. Tschüss. Oh.